Willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir haben noch einige, noch ein paar legendäre Gegner vor uns. Ich sag einfach mal legendär. Es sind ja eigentlich Jagden. Es ist immer noch der gleiche Tag, nur ein bisschen später. Ich war spazieren, einkaufen, duschen und habe gerade ein fantastisches Klemmbausteinmodell gebaut. An der Stelle Werbung, schaut mal in den Livestreams vorbei. Hier auf YouTube aktuell. Da baue ich ein bisschen. Klemmbaustein. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut vorbei. Ist aktuell noch alles so in der Aufbauphase. Ich bin ja noch nicht der Professionellste da drin. Boah, ist das kalt gerade. Eieiei. Das wird noch alles besser. Aktuell ist es noch nicht so hundertprozentig professionell. Gebt mir ein bisschen Zeit. So, wir wollen uns um die letzten... Sogar der Controller. Der Controller ist mega kalt. Wir wollen uns um die letzten Gegner kümmern, die noch da sind. Habe auch noch einen Kommentar bekommen, den ich eigentlich antworten wollte. Sorry, ich bin sofort für euch da. Sehr unhöflich, aber wenn ihr was kommentiert, würde ich das genauso machen. So, sorry. Leute, also wir haben noch... Ich baue noch mein Handy. Wir haben noch ein paar Gegner, die wir besiegen müssen. Zwei Stück waren es, glaube ich, oder? Das erwachte Grauen war der Drache. Das haben wir geschafft. Genau. Pandemonium, dieser Organführer. Den machen wir als nächstes. Der ist dran. Jagdbrett. Pandemonium. Hier. Furchtbar. Dieser Meteor, der Papagei, der war ganz schlimm. Pandemonium, da. Invalut scheinbar. Valut. Hier. Ja, okay. Es ist halt schon irgendwo obvious, ne? Wenn man so die Gebiete sich anguckt und man sucht einfach nur diese großen Areas, in der nun mal so ein Kampf gut stattfinden kann. Aber mit diesem Soundtrack hier, ne? Also Valut ist komplett broken einfach von der Landschaft her und so. Extrem gruselig. Ksch. Vor allem, weil das ja gedanklich immer der Kontinent war, der über allem drüber stand, ne? Kein Kampf und alles entspannt und König Barnabas, der alles unter Kontrolle hat. Nix. Alles kaputt. Sei vorsichtig. Rein kommt man aber nicht, oder? Nee, er kommt raus. Pandemonium! 20.000. Sieh an, der Burgherr beehrt uns. Haha, lol. Sorry.
zu langsam. Daneben. Was passiert hier gerade? War's doch, oder? Geil. Also es war ein guter Kampf. Anfang ist ein bisschen geschwächelt, aber ansonsten sauber durch, ey. Heftig. 142.000. Fleckiger Lindenschurz. Schamhaftigkeit bringt für gewöhnlich eher bringt man für gewöhnlich eher nicht mit Orks in Verbindung. So ist es ein Rätsel, warum sie überhaupt einen Lendenschutz tragen, wo doch die dünnen Stoffstreifen nur geringen Schutz bieten und nichts der Fantasie überlassen. Einige Gelehrte argumentieren jedoch, dass es sich um Überbleibsel aus einer Zeit handelt, als die Kreaturen noch zivilisierter waren und ein Beweis für die Rückentwicklung der Spezies sind. Da
Deine Herrschaft endet hier. Okay. So, wer fehlt jetzt noch? Zerstörer der Welten haben wir. Das erwachte Grauen haben wir. Hä, bin ich blöd? Fehlt gar nichts mehr. Doch, oder? Ich bin unsicher, welcher uns noch fehlt. Vielleicht haben wir auch schon alle. Ach, Byron. Irgendwas ist mit dem Kristall. Ja, der ist gruselig. Das ist wahrscheinlich die Wiege der Menschheit, Leute. Der dreiköpfige Schrecken. Natürlich. Der dreiköpfige Schrecken. Dalmekia. Hier. Hier so. Okay. Letzter Gegner, glaube ich. Oder? Nee. Nee. Oh Gott. Nee. Spoiler. Warum in aller Welt hält Victor zu dem Träger? Aber zumindest die, die wir verfügbar haben aktuell. Falsche Richtung. Die Idioten, Mann. So, hier so. Ambrosia! Pfleg, Ambrosia! Das heißt aber auch, dass wir eventuell die, das Schwert noch gar nicht machen können. Ist er das? Ruh dich aus. Scheiße. Goshimere. Aber nur 20.000? Also es ist, dann war der Drache das Schlimmste bis jetzt. Jetzt richtig eklig aus übrigens. Wettlauf ist keine Option. Bei Fußtorkel.
Bruder! Ja, geil. Also es war ein super Kampf. War ein cooler Gegner, aber auch ein super Kampf. Das hat gut geklappt. Geil. Ja, das war's, oder? Damit haben wir alle aktuellen Orikalkom. Leg dich mit einem von deiner Größe an. Okay. Ja, natürlich. Easy. Cool. Dalimil-Schenke. Warum in aller Welt hält Victor zu dem Träger? Oh Leute, ihr seid alle so rückständig. Mann. Der Mistkerl. Unglaublich, dass wir ihn fast zum Dorf. Vielleicht machen wir den Laden besser. Auf dem Platz vor der Schenke geht irgendwas vor sich. Die sind alle so blöd, ne? Mein Gott. Leute. Was darf sein? Hab Dank. Bitte sehr. Hab Dank. Wir haben genug Geld. So. Ja, damit haben wir die Jagden soweit abgeschlossen. Wir gucken, ob wir jetzt Götterdämmerung schmieden können. Ich glaube es eher nicht. Vermutlich müssen wir dafür noch ein bisschen länger warten, bis wir weitere Jagdaufträge bekommen. Schätze ich einfach mal. Würde mich jetzt sehr überraschen. Was willst du? Ja, Dunkelstahl. Ist noch was? Na gut. Aber damit haben wir zumindest die Jagden alle aufgeholt und sind wieder auf dem Status Quo. Was ist? Willkommen beim stillen Stifter. Jetzt müssen wir Deine viel Gönner haben, sind oder? Sehr großzügig. Eins nur. Wir sind die Schatten, die unter der Herrschaft des Phönix wachsen. Und aus den Schatten heraus dienen wir unserem Herrn, wie auch jenen, die gewillt sind, seine Flügel zu sein, die Ewigen. Bitteschön. Viel Glück da draußen, Sid. Verringert die Ladezeit von Magien. Ah ja, gut. So, einmal noch Nektars Lebensgeschichte. Ich habe eine tolle Geschichte für dich, Clive. Eines Tages führte meine Reise mich in den Süden von Ashra. Kupo. Den Süden? Das Gebiet gehört den Orks. Naja, mittlerweile gehört es eher der Fäule, aber die Orks scheint es nicht zu stören, dass sie sich das tote Land mit ihnen teilen müssen. Kupo, sie brauchen keine Mutterkristalle, um dort zu überleben. Genau wie wir hier. Kupo. Ihr Geheimnis, um sich zu stärken? Kannibalismus. Zum Glück fressen wir uns hier im Versteck nicht gegenseitig auf. Wobei, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was Molly in ihren Eintopf tut. Sagt das denn mal nicht zu laut.
Okay. Gut, dann reden wir mit Otto darüber, was passiert ist. Mit Ultima und so. Ich sehe, lebst du noch? Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Das sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Die Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Canvas steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch älter entzieht? Es sah zumindest danach aus, ins Dunheer. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Als wir in Stonehill waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar: Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Ja. Hast du. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Ich dachte, Dion würde was sagen. Ich rede mal mit Joshua. Solange unsere Chocobos nicht auf wundersame Weise über Nacht fliegen gelernt haben, kann ich diesmal nichts für dich ausspähen. Glaub mir, ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Wir müssen nun alle Entscheidungen treffen. Und zwar schwere.
Oh, der tut mir so leid einfach. So, hier, wir haben ja neu hier, hier, 1000 Tables. Sehr schön. Byron! Mein lieber Clive, ich würde mit dir sogar bis ans Ende der Welt fliegen, wenn ich es nur könnte. Aber ich fürchte, meine Höhenangst verbietet es mir. Ja, daran wird es liegen. Schon klar. Ultima mag uns erschaffen haben, aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckt. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Aber wir werden es schaffen. Und dann wird die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Aber erst müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf. Das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln? Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Ifrit. Euer Bruder merkte an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? Ist es. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch, außer Reue? Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima. Und er wird sie begleichen müssen.
Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Der ist echt der Held des Spiels, ey. Mann, Mann, Mann. So tragisch einfach. Er weiß genau, dass er nicht zurückkehren wird. Doch sein Entschluss steht fest. Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht. Ich muss zu Jill. Der Abschied wird nicht leicht. Wir sollten uns gut vorbereiten. Erst dann stellen wir uns Ultima. Ja, ich würde das, aber... Besteht nicht die Gefahr, dass Dion einfach alle angreift? Ist das nicht für uns auch gefährlich, wenn er die Kontrolle verliert? Wie damals Benedikta zum Beispiel? Verabschiedet euch, dann brechen wir auf. Heilige Scheiße, die machen ernst. Ah, Clive. Erlaube mir, dich aufzuklären. Keiner der Mutterkristalle steht mehr, doch an ihrer Stadt erhebt sich etwas noch Bedrohlicheres in den Himmel. Ein uraltes Relikt, welches Ultima Ursprung nennt, bricht aus den Tiefen unter dem Kristalldominium. Fortan hält es im Himmel über Valestea eine unheimliche Mahnwache, als wolle es wie ein neuer dunkler Mutterkristall am Ende aller Tage das Ende aller Tage verkünden. Clive und Joshua kehren zum Versteck zurück und berichten ihren Gefährten alles, was sie über Ultimas wahres Vorhaben herausgefunden haben. Gemeinsam schwören sie, ihn bis zum Letzten zu bekämpfen, auf dass eine neue Welt entstehen möge. Nicht Ultimas, sondern eine, in der seine Geschöpfe endlich in Freiheit leben können. Deine heutige Lektion ist beendet. Ja, es ist scheiße, wenn man etwas schafft, was dann die Kraft hat, einen selbst zu stürzen, ne? Ach Gott. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir das ganze Video lang nur Jagden machen. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Niemand kann sagen, was euch erwartet. Tja. Nachdem wir jetzt Drachen, Chimären, gefallenen Konstrukte, Goblins, orkische Häuptlinge, alles besiegt haben, haben wir da noch Angst vor Ultima? Nein, nein, nein. Quatsch. Ein Wunsch an die Sterne? Den habe ich tatsächlich. Es ist soweit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden, wie auch immer. Ich würde ja für dich zu Metia beten. Aber du schaffst das, oder, Clive? So wie immer. Und dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. Zeit zum Aufbruch. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Einiges, wie es aussieht. Ach du Schreck. Oh je. Schlechte Stimmung. Charon, falls es dir nicht aufgefallen ist, dein armer Hund ist in letzter Zeit ständig auf dem Hinterdeck und jault wie Geff, wenn er es mit dem Bier übertrieben hat. Irgendwas stimmt nicht mit ihm und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es nichts mit seinen Antilopenknochen zu tun hat. Stimmt, er wollte hier besonderes Futter haben. Klar, machen wir. Was hast du dieses Mal, Torgal? Der treueste Freund. Der macht sich wahrscheinlich Sorgen um uns, ne?
Auf der Suche nach einem Buch. Vivian. Ich möchte dich zwar nur ungern noch mehr belasten, aber ich muss dich trotzdem in einer persönlichen Angelegenheit um einen Gefallen bitten. Eventuell könnte sich die Sache auch für dich als nützlich erweisen. Es gibt diverse alte Schriften, die als derart gefährlich für die heutige gesellschaftliche Ordnung angesehen werden, dass selbst ihr bloßer Besitz als Verbrechen gilt. Jedoch hat meine zufällige Lektüre eine solche Schrift, namentlich aus der Ferne, das wissenschaftliche Interesse, das bis zum heutigen Tage in mir brennt, überhaupt erst entfacht. Bitte hilf mir, ein Exemplar dieses Buches auswendig zu machen. Falls du einen zusätzlichen Anreiz benötigst, so bin ich gern bereit, dich für die geleisteten Dienste zu entlohnen. Klar. Hier geht es wohl nicht um irgendeinen Abenteuerroman. Ich hoffe, das ist ein adäquates historisches Werk von unschätzbarem Wert. Oder so. Sogar Byron hat eine neue Aufgabe. Was ist denn da los? Geth. Oh, wie geht's? Was denkst du über die letzte Schlacht? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Aber wenn ich irgendwas tun kann, um dir zu helfen, diesen Ultima zu töten, dann mache ich das. Das weißt du, oder? Du könntest mir versprechen, der nächste Sith zu werden. Das ist nicht witzig. Du kommst verdammt nochmal lebend zurück, ist dir das klar? Außerdem meintest du, den Namen würdest du nicht mehr hergeben. Du vergisst wohl nichts, was? Wenn überhaupt, dann brauche ich einen Namen, mit dem ich Sid, dem Geächteten, Konkurrenz machen kann. Mal überlegen. Geth der Große, der allmächtige Geth oder vielleicht Drachenherz Geth. Die Entscheidung überlasse ich dir. Auf Sids rechte Hand ist schließlich Verlass. Sids rechte Hand, als Namen lehne ich das aber lieber ab. Sonst kommen die Leute noch auf falsche Gedanken. Eieiei. Wir sehen uns. Yo, toller Dialog. Okay, Byron, was los? Die letzte Schlacht. Dein Plan steht also fest? Das tut er. Na, vor einem Kampf hast du dich ja noch nie gedrückt. Das liegt wohl in der Familie. Dein Vater wäre stolz auf dich. Danke, Onkel Byron. Er wird da oben bei uns sein, ganz sicher. Und währenddessen liegt hier unten alles in meinen fähigen Händen. Da sei ganz beruhigt. Werde ich, Onkel. Und die Aufgabe aller guten Dinge sind drei. Clive, mein Junge! Rutherford hat mich über deine Mithilfe informiert. Ich wollte dich da nicht hineinziehen, aber so sind die Zeiten eben, was? Ihr hättet dasselbe für mich getan. So bescheiden wie du bist, wärst du ein mieser Adliger. Aber sage mir, steht es wirklich so schlimm um die Welt, wie Rutherford sagt? Was ich gesehen habe, ist besorgniserregend. So etwas habe ich schon befürchtet. Obwohl ich die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass die Großen und Mächtigen die Dinge etwas besser im Griff hätten. Leider scheint es jetzt einen Mangel an solider Führung zu geben. Und ohne wird das Volk vom Weg abkommen. Wir müssen schnell handeln. Hast du einen Plan? Gewiss, die Herausforderungen werden zahlreich sein. Doch meiner Einschätzung nach gibt es zwei Schlüsselbereiche, die absoluten Vorrang haben. Die Armeen der Reiche und die Anführer. Wie du selbst gesehen hast, ist jeder Mensch da draußen auf sich allein gestellt. Einige Städte haben sich zusammengeschlossen, um den Anschein von Ordnung weiter aufrechtzuerhalten. Ja, aber solche Fälle sind leider doch eher die Ausnahme. Und doch ist Einheit das einzige Mittel gegen das Chaos in dieser Welt. Eine Einheit, die sogar die von unseren Vorfahren gezogenen Grenzen überwindet. Das heißt, wenn Sturm nicht zusammenhält, wird es zerfallen. Aber wie würde man das überhaupt in Angriff nehmen? Durch die Armeen, mein Junge. Wie ich schon sagte, wir beginnen in den Reihen derer, die geschworen haben, die Ordnung zu wahren. Leider könnte ich nicht einmal ein paar Infanteristen dazu bewegen, gemeinsam eine Latrine zu graben. Aber ich kenne jemanden, der schon bei manchen Befehlshabern ein geneigtes Ohr gefunden hat. Feldmarschall Eugen Havel. Ist er nicht im Ruhestand? Das war er, bis die akasischen Randela überrannten und dem Heer dort den Garaus machten. Es gibt buchstäblich keinen Mann, der fähiger ist. Nicht mehr. Und wie der Zufall es will, habe ich bereits alles mit ihm besprochen.
Natürlich hast du das. Und er ist bereit zu helfen. Unter einer Bedingung. Er will zuerst persönlich mit dir sprechen. Havel war immer ein Mann mit frustrierend starren Prinzipien. Und er hat gewisse Skrupel bei der Zusammenarbeit mit, nun, einem Geächteten. Ich habe deine vielen Tugenden natürlich angepriesen, aber der alte Bock bestand darauf, dich selbst unter die Lupe nehmen zu dürfen. Das macht dir nichts aus, oder? Nein, natürlich nicht. Aber was er gesagt hat, stimmt. Ich sehe auch die einzige Chance für die Menschheit, wenn die Nationen, die Reste der Nationen, jetzt zusammenhalten. Natürlich nicht. Solange Chaos herrscht, werden wir die Welt nicht verbessern. Ich werde ihn treffen. Wenn der Feldmarschall mich begutachten möchte, soll er das tun. So ist es richtig. Ich werde sofort aufbrechen. Schickst du einen Stolas? Natürlich. Rutherford ist bereits in Randela. Ich werde ihn bitten, Havel Bescheid zu geben. Wunderbar. Danke, Onkel. Nein, ich danke dir, Clive. Aller guten Dinge sind drei. Mach dir keine Sorgen. Rutherford ist gerade in Randela und singt vor Eugen Havel ein Loblied auf dich. Er wird dich lieben. Ich habe so meine Zweifel. Da kommt doch wieder irgendeine Bedingung, oder? Sind wir mal ehrlich. Was ist das hier? Ach so. Alter, wie viele Nebenaufgaben das sind. Das ist ja absurd. Joshua. Wir haben doch Wichtigeres zu tun, oder? Ah, Clive. Die letzte Schlacht. Es ist soweit, Bruder. Das wird unser letzter Tanz mit Ultima. Nur der Begründer weiß, was uns dort oben erwartet. Ja. Aber was immer es ist, wir werden stärker sein. Wir dürfen unsere Freunde nicht enttäuschen. Sie glauben an dich, Clive. Sie alle würden dir bis ans Ende der Welt folgen, wenn sie könnten. Das sehe ich anders. Meine Freunde folgen mir nicht. Sie spornen mich an. Ohne sie wäre ich niemals so weit gekommen. Und erst recht nicht ohne dich, Joshua. Du hast mir deinen Segen gewährt und mich zu einem Schild, zu deinem Schild ernannt. Ohne dich hätte ich das alles nicht überlebt. Selbst als wir getrennt waren, warst du immer nah und jetzt bist du hier an meiner Seite. Und das bleibe ich. Bis zum Ende, wann immer das sein mag. Wo ein Wille ist. Joshua, was hast du? Und sag nicht nichts. Ach, es ist nur... Cyril hat mir geschrieben. Man hat Vaters letzten Willen gefunden. Oder etwas in der Art. Seinen Willen? Wie und wo? Im Grab unter Schloss Rosalith. Nachdem Kupka die Kaiserlichen verjagt hatte, haben die Ewigen die Gelegenheit genutzt, sich dort noch einmal gründlich umzusehen. Und dabei haben sie wohl... einen Brief von Vater gefunden. Jetzt liegt dort alles in Schutt und Asche. Cyril bittet, dass ich ihn in Tabor aufsuche. Ich werde natürlich hingehen, aber... kommst du mit mir? Ja. Natürlich. Ich möchte auch wissen, was in dem Brief steht. Danke. Wir können jederzeit gehen. Wo ein Wille ist. Ja, wir werden die nächsten Videos also ordentlich Nebenaufgaben zu erledigen haben. Warum nicht? Auf nach Tabor. Diesmal wartet nicht Jota auf uns, sondern unser Vater. Mhm, okay. Dion? Brechen wir auf? Noch nicht. Meine Entscheidung steht fest. Meine Flügel werden euch und euren Bruder nach Ursprung tragen, auf dass der Name des Hauses Lesage ehrvoll in die Geschichte eingehen möge, nicht in Schande. Selbst wenn ich nicht... Eure Hoheit, wollt ihr etwa... Ihr habt es selbst gesagt. Möglicherweise ist dies eine Reise ohne Wiederkehr und doch bin ich entschlossen, sie anzutreten. Ultima hat mir bereits so vieles genommen und wenn sein Werk erst vollendet ist, wird niemand von uns etwas von Bedeutung bleiben. Wir müssen ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Ihr habt recht. Ich danke euch, Hoheit. Ihr seid genauso voreilig wie euer Bruder. Dankesbezeugungen können warten, bis all das hier vorbei ist.
Macht euch bereit. Oh Mann. Doris? Sid, hast du kurz Zeit? Was ist los? Meine frühere Herrin. Ihr Schatten verfolgt mich weiter. Sie hat es irgendwie geschafft, mir einen Brief zu schicken. Und noch etwas anderes. Aufzeichnungen aus einem Valuta-Gefängnis, in dem anscheinend viele Träger festgehalten wurden. Wie ist sie an so etwas gekommen? Diese Träger waren wohl ihr nächstes Ziel. Und die Zellen in der Balmung-Warte sollen voll von ihnen sein. Träger aus der Fremde, Herrenlose, solche, die niemand vermisst. Und nun kümmert sich erst recht keiner mehr um sie. Denn als der Äther die Mauern erreicht hat, sind die Wärter geflohen. Ihr Schicksal liegt also in den Händen desjenigen, der sie dort findet. Sid, ich glaube, dass ich mir dein Vertrauen verdient habe. Ich weiß, dass du den Fluchbrechern Reisen nach Valut verboten hast. Aber ich kann diese Träger nicht dort verhungern lassen. Lieber riskiere ich, von den Wellen an der Schattenküste verschluckt zu werden. Ja, natürlich. Um den Golf zu durchqueren, wirst du die Enterprise brauchen. Heißt das etwa... Ich mache eine Ausnahme. Doch ich komme auch mit. Und wir bleiben nicht länger als nötig. Ashra ist ein trostloser Ort, im besten Fall. Wir retten, wen wir können, und verschwinden. Danke, Sid. Da stand ein Name in den Aufzeichnungen des Gefängnisses. Ein Name, den ich kenne. Chadwick. Auch ein Träger meiner früheren Herren. Ein begabter Soldat und für mich so etwas wie Familie. Der Gedanke daran, dass er dort ausharrt... Er muss dir sehr wichtig sein. Das war... ist er. Wir finden ihn. Der Eingang zum Gefängnis liegt im Schatten der Mauern von Rabenwitt, gleich hinter dem Fallgatter. Wir sollten uns schnell auf den Weg machen. Ich bete nur, dass wir noch Träger retten können. Ich auch, Doris. Ja, das ist so, wie ich gesagt habe. Also jetzt bekommt auch Valut noch mehr Bedeutung. Ne? Zwar diese riesige Fläche, in der wir gar nichts gemacht haben... Da kommen jetzt die ganzen Nebenaufgaben noch rein. Wie lange ist es her, dass die Wärter der Balmung-Warte geflohen sind? Ohne Nahrung und Wasser werden die Träger nicht lange durchhalten. Mhm. Ja. Nazare oder so ähnlich? Sid, könnte ich dich um etwas bitten? Worum geht es? Ein Träger, der neu in Freiheit ist, will sich den Fluchbrechern anschließen. Unsere Arbeit ist alles andere als leicht. Alle Anwärter prüfen wir deshalb auf Herz und Nieren. Würdest du diesmal die Bewertung übernehmen? Kann ich tun, aber warum ich? Der Junge will Späher werden. Leute, die stark genug sind, um Ketten zu sprengen und Despoten zur Rechenschaft zu ziehen, haben wir so einige. Aber Späher brauchen eine feine Nase. Und kaum einer kann Gav das Wasser reichen. Du bist doch oft mit ihm auf Einsätzen unterwegs. Mittlerweile weißt du sicher, was ein guter Späher an Fähigkeiten mitbringen muss. Oder irre ich mich? Das mag schon sein. Also übernimmst du die Bewertung? Ja, wenn's sein muss. Späher können wir immer gebrauchen. Sag ich doch. Der Prüfling wartet in Nordstedt auf uns. Ich geh schon mal vor und rede mit ihm. Triff uns da. Gut, ich komme sofort. Ausgezeichnet. Na dann, bis gleich. Okay. Späher in Spee. Ich liebe es, mit Spiele aus Missionsnamen Witz zu machen. Einen näheren Treffpunkt gab es wohl nicht. Ja, das ist halt die große Garnison, ne? Zwei. Eine unbequeme Wahrheit. Sprich mit Vivian. Vivian, wegen des Briefs. Ich kann dir gern helfen, dein Buch zu finden. Danke, Clive. Es könnte aber etwas ja, knifflig klar, werden. Ja, klar, her damit. Bist du sicher? Ja, ja. Bin ich. Dein Rat hat mir schon unzählige Male weitergeholfen. Es wird Zeit, dass ich mich revanchiere. Lass mich dir helfen. Sehr freundlich von dir. Leider wird sich dieses Buch nicht so einfach finden lassen wie Antworten auf deine Fragen. Naja. Ich habe schon Harpokrates gefragt, ob er nicht weiß, wo sich dieses Buch heute noch auftreiben lässt. Aber vielleicht erklärt er dir das alles am besten selbst. Wenn du meinst. Tut mir leid, dass ich das auf dich abwälze. Dieses Buch war der Auslöser für alles, was mich heute ausmacht.
Es hat eine wirklich große Bedeutung für mich. Ja. Mach ich. Aber warum denn unbequeme Wahrheit? Wenn du Fragen hast, dann raus damit. Ja, das Versteck. Diese ganze Aufregung. Ich werde langsam zu alt dafür, auch wenn sich hier keiner traut, mir das ins Gesicht zu sagen. Vielleicht ist es an der Zeit, das Ruder an die Jüngeren abzugeben. Gautier ist ungefähr so hell wie ein Rumpfass von innen, aber er trägt das Herz am rechten Fleck und immerhin lässt er sich von all seinen Patzern nie entmutigen. Wenn ich ehrlich sein soll, war ich in seinem Alter auch nicht besser. Hätte Sid mich nicht regelmäßig auf die Schnauze fliegen lassen, damit ich aus meinen Fehlern lerne und mir dann eine Hand gereicht, um mir wieder auf die Beine zu helfen, würde heute ein absoluter Versager vor dir stehen, wenn ich es überhaupt so weit geschafft hätte. Und die letzte Schlacht? Du willst also ernsthaft mit diesem Ultima kämpfen. Als ich mich Sid angeschlossen habe, um Trägern zu helfen, hatte ich eigentlich nicht im Sinn, mich mit Göttern anzulegen. Hast du nicht etwa nicht gewarnt, dass die da oben nicht tatenlos zusehen würden, wie wir die Welt verändern? Du hast ja recht. Und es ist eh nicht so, als hätte ich was Besseres zu tun. Von nun an halte ich den Mund. Bitte nicht, ohne deine klugen Ratschläge würde hier im Versteck nichts laufen. Ach ja? Na, dann suche ich mir einfach ein anderes Thema, über das ich mich beklagen kann. Du weißt, wo du mich findest. Ja. Keine neuen Jagdaufträge? No. Taya? Clive. Erzähl was. Was ich mir wirklich wünsche, ist, mein Wissen über Kräuter und Heilkunde mit der Welt zu teilen. Ein Kind, das von Medizin nichts versteht, staunt über jede Heilung wie über ein Wunder. Wenn es jedoch lernt, wie das Handwerk der Heiler wirklich funktioniert, lässt es sich selbst von einer Welt ohne Wunder nicht mehr erschüttern. Und die letzte Schlacht? Kaum sind deine Wunden versorgt, findest du eine Ausrede, dich zurück in die Schlacht zu stürzen. Aber nur, weil es hervorragend geheilt ist durch deine Hilfe. Und das verdanke ich dir. Spar dir deine Schmeicheleien für Jill auf. Ihr redet ernsthaft davon, einen Gott zu töten, Clive. Ich hab vielleicht nicht Gavs Riecher. Aber auch ich kann Gefahr wittern und ich sage dir, euer Plan lässt bei mir alle Alarmglocken läuten. Das ist das letzte Mal versprochen. Genau das macht mir doch Sorgen. Clive, auch wenn ich dir tausendmal die Wunden vernähen muss, ist es immer noch besser, als dich nie wieder hier in der Krankenstube zu sehen, verstehst du? Natürlich. Danke. Versuch wenigstens, dich von Gefahr fernzuhalten. Ja, ich versuch's. Danke, dass ihr mich hier aufgenommen habt, Milord. Die Leute hier sind alle... Guten Tag, Milord. Einfach geskippt. Über Joshua. Seine Gnaden und ich haben uns auf der Reise oft unterhalten und eines Tages sagte er etwas, das mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Wir werden an Pflichten gebunden. Wer an eine Pflicht gebunden ist, kennt keine wahre Freiheit. Zuerst dachte ich, dass er sich selbst meinte, dass er nun zwar wieder durchs Land reisen konnte, aber seine Pflicht, die Wahrheit über Ultima herauszufinden, es ihm unmöglich machen würde, zu tun, was er eigentlich wünscht. Aber dann begriff ich, dass er nicht von sich sprach, sondern von mir. Es war meine Pflicht. Ihm gegenüber, die seine Gnaden als freiheitsberaubend beurteilte. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum er mich hier zurückgelassen hat. Er wollte mich endlich von meinem Schwur lossprechen. Nur wenige in seiner Position würden sich mit Sorgen um eine einfache Dienerin belasten oder derart entschlossene Konsequenzen ziehen. Die letzte Schlacht. Milord. Ihr werdet also wirklich gehen. Das werde ich. Und Joshua auch. Ich weiß, dass ihr euch um ihn sorgt, aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit er unversehrt zu euch zurückkehrt. Daran habe ich keinen Zweifel. Ihr wart sein erster Schild und ihr werdet es immer sein. Ich hatte nur vorübergehend die Ehre, ihm als Beschützerin zu dienen. Nun hat seine Gnaden mich gebeten, das Versteck zu beschützen, also werde ich genau das tun. Danke, Jota. Ich hoffe, dass ihr beide wohlbehalten zu uns zurückkehrt, Milord. Ich werde dafür beten. Gebt auf euch Acht, Milord. Ist das dann echt, ist das die finale Schlacht oder was? Kann man gar nicht vorstellen. Haben wir denn auch noch woanders neben? Oh ja. Geil.
Ach du Schreck. Okay, wir haben noch 9 Nebenaufgaben in Dalimil, in Tabor, in Nordstedt, neben denen, die wir schon angenommen haben, ne? Ursprung. Er wacht aus seinem Schlaf tief unter der Erde von Dishasi, erhob dieses verfluchte Konstrukt sich und schwebt nun wie eine klaffende Wunde am Himmel über Valestea. Weißt du, warum mit so komisch ist? Ich glaube, sie ist von der Schule geflogen. Was? Sid, du musst uns helfen! Wobei, habt ihr schon wieder eins von Mits Geräten zerlegt? Nein, also doch, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Sondern um Mit, sie benimmt sich so seltsam. Sehr seltsam, sie ist fast nie da. Und wenn doch, bemerkt sie uns nicht mal. Sie ist so verstreut. Sie ist zerstreut. Hab ich doch gesagt, zerstreut. Sie hat eben wirklich viel zu tun. Wann hat das angefangen? Ungefähr gleich nachdem sie euch aus Donhör gerettet hat. Dann geht es vielleicht nur um die Enterprise. Sie hat auf dem langen Weg ganz schön was abbekommen. Hast du sie etwa kaputt gemacht? Du solltest wirklich besser auf Mits Erfindungen aufpassen. Ach, hör nicht auf sie. Selbst wenn du sie kaputt gemacht hast, kannst du sie doch einfach wieder zusammenbauen, oder? Und wer baut Mit wieder zusammen? Sie ist echt traurig. Was? Herausfinden, was Mit so beschäftigt. Ja, klar. Ich kann mit ihr reden. Soll ich mal versuchen, sie aufzuheitern? Würdest du? Für uns? Sie ist in ihrer Höhle. Du machst ihm noch Angst. Es ist keine echte Höhle. Na, dann bin ich beruhigt. Hoch hinaus, hinaus aufs Schloss, hoch hinaus. Lass mich raten, Mit will fliegen. Shirley sagt, wir sollen nicht in die Höhle. Aber Mit stört das nicht. Die Höhle? Hallo Mit. Mit, hast du kurz Zeit? Ah! Ich hab's! Wie immer war die Antwort die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Wenn das sie nicht fliegen lässt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Fliegen? Willst du der Enterprise etwa Flügel geben? Aber natürlich will ich das. Die Kinder glauben, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Sie machen sich Sorgen. Ist dein Projekt so wichtig, dass du dich von allen abkapseln musst? Die Enterprise ist jetzt schon das schnellste Schiff der Welt. Und das mit Wasser unterm Kiel. Aber was, wenn sie nicht daran gebunden wäre? An gar nichts gebunden wäre? Warum sollten die Götter den Himmel für sich alleine haben? Das ist doch völlig ungerecht. Die Gefallenen haben es geschafft. Aber sich nur auf Magie zu verlassen, war ihr großer Fehler. Aber ich? Ich weiß, wie man es ohnehin kriegt. Also fast. Erstmal muss ich ein Modell bauen. Und das kannst du nur allein machen? Ist das ein Angebot? Damit wir uns verstehen, die Enterprise ist mein Revier. Aber wenn du mir unbedingt helfen willst, sag ich sicher nicht nein. Erst brauche ich Öl. Aber kein schon dreimal in der Bratpfanne benutztes aus der Küche. Hochwertiges, wie das aus Old Hill. Dann brauche ich einen Knochen oder ein Stück von einem Panzer. Leicht, robust und wenn's geht, nicht mehr am vorherigen Besitzer dran. Meinst du einen Bestienknochen? Da können dir sicher die Fluchbrecher weiterhelfen. Nein, die können dir weiterhelfen. Du wolltest dich doch nützlich machen, oder? Ich sollte mit einem der Fluchbrecher reden, bevor ich losziehe. Vielleicht finde ich den Knochen auch in Old Hill. In Old Hill hat man früher ein Öl gemacht, mit dem einfach alles viel besser geflutscht ist. Mit dem und dem Knochen sollte ich das Modell fertig bekommen. Was? Was ist besser geflutscht? Oh, und oben über uns ist noch eine Aufgabe. Es ist cool. Es freut mich auch, dass wir noch Aufgaben haben, denn wir sind fast durch. 95% steht auf dem PlayStation-Display. Auf dem PlayStation-Menü 95% der Haupthandlung. Aber dass jetzt nochmal so riesen viele Nebenaufgaben kommen, wow. Sie sollen nicht vergessen werden. Hermann? Sid, habt ihr einen Moment? Natürlich. Ich fühle mich geehrt, mit euch zu sprechen. Mein Name ist Hermann. Ich bin seit einiger Zeit bei den Fluchbrechern und
Bitte schickt mich nach Ashra. Egal mit welcher Aufgabe. Nein. Die Gebiete jenseits der Enge sind zu gefährlich. Ohne guten Grund soll niemand unnötig sein Leben riskieren. Warum willst du dorthin? Um etwas zu holen. Etwas Wichtiges. Ich wuchs in einem Waisenhaus auf. Dem Badbach-Konservatorium. Oder vielmehr war ich einer der Gefangenen dort. Badbach war kein Ort der Fürsorge. Das Institut diente einzig dazu, Trägerkinder zu willenlosen Waffen zu machen. Wir wurden so lange gequält, bis wir keinen Schmerz mehr spürten. Und unsere Herzen zu Stein wurden. Nur wenige überlebten lange genug, um mörderische Werkzeuge des letzten Königs zu werden. Das ist ja schrecklich. Ich habe so viele Freunde verloren. Mir fallen nicht mal mehr all ihre Namen ein. So viele waren es. Aber jemand muss sich an sie erinnern. Sie dürfen nicht einfach in Vergessenheit geraten. Im Institut geschah alles mit militärischer Präzision. Jedes Kind wurde vermessen, jeder Name erfasst. Jeden Todesfall hat man akribisch protokolliert. Sid, erlaubt mir, nach Ashra zu reisen und das Register des Hauses zu bergen, damit die Erinnerung an meine Brüder und Schwestern weiterleben kann. Nein, ich werde gehen. Ja, macht mehr Sinn. Ich meine, wir sind ein Domini. Ich verstehe dich gut, Hermann. Trotzdem bleibt es dabei, dass Ashra zu gefährlich ist. Sid, bitte. Selbst wenn es meinen Tod bedeutet. Zu gefährlich für dich, Hermann. Aber nicht für mich. Ich werde dir das Register bringen. Seid ihr sicher? Du sollst nicht dein Leben dafür riskieren müssen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Du kannst mir erstmal sagen, wo das Waisenhaus ist. In Wiedergräß. Versteckt in einem Wald. Auf einem Hügel. Gut. Ich werde sehen, was ich dort finden kann. Mögen die Mütter euch leiten. Institut des Grauens. Die Felder von Wiedergräß verfolgen mich in meinen Träumen, seit ich aus dem Konservatorium entkam. Ich kann nicht behaupten, dass ich gern dorthin zurückgekehrt wäre. Ja, jetzt machen wir es ja. So, ja, dann würde ich fast vorschlagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter, oder? Wir reden mit Torgal, wir kommunizieren mit Torgal, wir gehen zu Hippokrates, wir suchen einen Fluchbrecher und dann legen wir los. Also wir haben jetzt endlos viele Aufgaben. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war einmal, ja, wir haben noch ein paar Monster gejagt und wir haben unseren Weg bereitet. Wir gehen also zum Ursprung und Dion fliegt uns hin. Vorher machen wir noch die ganzen Nebenaufgaben. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Final Fantasy 16 und einer Menge Aufgaben. Ciao.